Was ist eigentlich mein Partner? Das hat mir doch eigentlich helfen. Okay, Smiley Face. Achtung, Sie haben Dynamit. Nein, 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 weg, 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 weg. Ah, komm schon. Warum steht dieses Arschloch so langsam auf? Kidman braucht Hilfe. Verdammt, das war knapp. Das solltest du dir mal ansehen. Das Wasser scheint nicht weit zu steigen, ja? Ich krieg das nicht auf. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Ja, dann verschwenden. Ach mein Gott. Ich gehe. Was soll ich tun? Ach, jetzt haben wir erst diesen Todestimer. Das gibt's doch nicht. Leck mich doch. Oder war meine Gesundheit wieder so niedrig, ja? Es muss noch ein Bedienfeld geben. Okay, dann retten wir die Kleine hier erst einmal. Und ja, bitte schon, gibt den Insassen hier Munition, ne? Ich meine Dynamit. Wir müssen weiter. Schau aufs Bedienfeld. Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. (lacht) 22 oben und 5 unten. Bist du okay? Ja, Liebling, bist du okay? Alles in Ordnung mit dir, Liebling? Joseph, Kidman! So, ich glaube, in den Zähnen ist bestimmt noch was drin. Aber jetzt kann ich jetzt wieder alleine weitergehen. Nein, die Lebensanzeige meines Partners ist immer noch hier. Okay, Munition offen kann ich nicht. Weil hier haben wir noch einen Schlüssel. Na, was jetzt? Oh mein Gott, es nervt so sehr. Und hierher so langsam durchmarschiert. Hier haben wir nichts mehr.
noch ein paar Kugeln. Ha! Der Typ ist so hammerhart, er kann Ketten mit seiner Faust zerschlagen. Die hätten die Türen eigentlich auch offen lassen können, ne? Eine leere Zelle und die reinsteht, Zeitverschwendung. So, hier scheint nichts drin zu sein. Ah, hier ist auch nichts drin. Hier treten. All die Sachen, die die anderen jetzt fallen gelassen haben, sind vermutlich weg, oder? Ja, wegen dieser dämlichen Zwischensequenz. Hätte ich vorher aufnehmen sollen. Na, mach schon. Eine weitere Spritze. Elektrobolzen. Wo sind die hin? Keine Ahnung. Ich habe einen Riss in der Wand. Na, dann gehen wir mal da durch. Natürlich. Nein, die sollten eigentlich nicht zurückkommen, dass sie keinen Kopf mehr haben. Rechts oder links? Ach, links. Hier ist sonst nichts mehr. Joseph! Ja, Joseph, ich komme, Liebling. Na, was ist das jetzt? Kidman, wo bist du? Noch etwas Goop. Was haben wir hier unten? Nichts mehr, so wie es aussieht. Partner geht's gut. Dem passiert nichts. Versuchen wir lieber noch in aller Ruhe die Räume. Halt meine Gesundheit gleich noch etwas herstellen. Na? Ah, verdammt, zu langsam.
Sebastian! Na, bleib schon stehen. Alles okay bei euch? Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Wir hier nur noch ein paar Tote. Was ist mit der hier? Wenn du nicht gekommen wärst. Also wenn das da. Yep, die hat einen heißen Arsch. Ich hab's. Ah, warte. Na. Okay. Kleine ist geheilt. Und jetzt weiter, oder? Oder auch nicht. Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Weiter jetzt. Würde ich gern, wenn ich mich mal wieder bewegen könnte. Gehen wir. Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ja, er, Mädchen. Ach, die Susi von vorhin ist wieder hier, ne? Noch eine dieser Türen. Noch einen Schrank. Kann ich ihn aufmachen? Nein. Natürlich ein Tagebuch, oder? Yep. Hochzeitseinladung. Detective Sebastian Castellos und Detective Murray Hansen würde sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr im Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang und Kuchen. Na, komm schon. Gott, ich hasse diese Szene, wenn man mit dem Charakter nur dumm dastehen kann. Na, gehen wir nach hinten rein. Meine kleine private Horrorwelt. Haben Sie etwas vergessen? Na, ist der alles in Farbe im Moment? Aber ich habe neue Zeitungen zum Lesen bekommen. Vermisstes Gemeindemitglied in Nervenklinik gefunden. Unfassbare Anschuldigungen. Gemeindemitglied Fernando Cabrera war 8 Jahre lang verschollen und wurde jetzt in der Biegen-Nervenklinik gefunden. Er behauptet, die Gemeinde sei eine Art Kult gewesen. Warum nicht? Vermisst Fernando Cabrera, ein Psychiatrie-Patient, der aus der Biegen-Nervenklinik geflohen ist. Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Da kann ich meine Fähigkeiten gleich noch etwas verbessern. Wenn ich schon mal hier bin, warum nicht? Ich glaube, da sollte ich jetzt doch die Feuerrate etwas nach oben stellen, ja? 45 Sekunden. Naja, Millisekunden in dem Sinn. Hier noch vergrößern die Magazinkapazität. Nachladegeschwindigkeit. Ja, die Nachladegeschwindigkeit reicht.
Die Magazinkapazität. Hier noch mit der Schrotflinte. Spanngeschwindigkeit 1 Sekunde. Ach, das heben wir mal für nachher auf. Sehr cool, wenn ich jetzt mal so 10.000 Glibber finden würde. Wenn die Kartenstücke automatisch ergänzt, ja. Aber ich habe noch einen Schlüssel, ne? So, sparen wir da unten auf. Oh, Glibber. 5.000 immerhin. Dann gehen wir doch gleich wieder zurück auf den Stuhl. Auf den elektrischen Stuhl. Jetzt komm schon, geh schon durch. Lebensanzeige brauche ich im Moment noch nicht erhöhen. Aber die Waffe wollte ich den Schaden erhöhen, ne? Feuerrate 5000, Magazingenauigkeit. Kritischer Schaden 30%. Na, erhöhen wir einfach mal den Schaden so. Und das war's. Geht das hier nach unten oder nicht? Oder geradeaus weiter? Nein, die Fässer sind fest. Das Seil geht hier durch. Vorsichtshalber verbrennen. Also wie ich das hier einschätze. Wird gleich ein Unsichtbarer um die Ecke kommen. Okay. Mit 2 Zombies. Granaten habe ich noch jede Menge. Ich habe 5 Granaten. Da steht 3. Okay. Und wenn ich hier jetzt weitergehe, schaue ich mich erstmal unten um. Leere Flaschen.
Ah. Okay, da kann ich nur dieses Ding wieder aufmachen. Eine Schatzkiste. Kältebolzen. Kälte erstarren lässt, aber vom bestimmten Gegner bricht das Ziel nach dem Erstarren auseinander. Ach, das war der eine Bereich vorhin. Na, komm schon. Wenn ich den jetzt verbrenne, lässt er dann Glibber fallen. Kann ich mir das Verbrennen sparen? Ja, ein Kast nur. Mit zusätzlichen Streichhölzern. Noch etwas Schrott zum Basteln. Schauen wir mal, was wir bauen können. Explosivbolzmagazin 1, Reserve 0. Verdammt. Jetzt da. Bauen. String. Geht rein, Reserve, ein Magazin. Kältebolzen braucht gleich 10. Blendbolzen. Ach, die lasse ich nochmal. Ja, das ist der Explosivbolzen. Mannschaft, wie kann man an einem Revolver die Magazingröße verändern? Vor allem, da sich ja nur um den gleichen Schrott handelt. Blutende Wände. Das Muster erinnert wirklich an Alien. Nur noch eine Spritze, meine ist voll. Dann heile ich meine Gesundheit doch gleich. Kann ich die alte irgendwie verscheuchen oder was? Nein, die bringt mich sofort um. Ja, wirklich, ich bin sofort tot. Was soll der Scheiß? So, und wo bin ich hier?